Los geht's. Meister, Böse steht euch gut. Machen wir uns auf den Weg. Es gibt Schändliches zu tun. Ich spüre, wie das Land vom Boden erzittert. Und schon sind wir im Spiel. Kein ewiges Geplänkel. Man kann hier sofort rein. Ich bin Glarin, Schergenmeister und treuer Diener der Dunkelheit. Und jetzt geht's erstmal darum, wahrscheinlich wird es auch wieder Tutorial wegen Störung geben. Unschärfe wird vergehen und eure Muskeln werden wieder geschmeidig. Ihr habt sehr lange geschlafen. Der Schlaf war so schön. Aber gut, ich soll böse sein. Auf geht's böse, ich bin böse, ich bin so böse. Diese Höhle ist die Brutgrube, Meister. Heimat und Geburtsort der Schergen. Nun, da ihr hier seid, könnt ihr Schergen durch dieses Schergenportal rufen. LT-Festhalten, um Schergenportal zu anvisieren. Okay, anvisieren und... Seht euch die bösen Gesichtlein an, bereit auf euren Befehl zu plündern und zu zerstören. Fahren wir fort. Folgt mir, wenn ihr die Feinheiten des Kampfes und der Schergensteuerung kennenlernen wollt. Wenn ihr allerdings lieber gleich etwas zerschlagen wollt, treffen wir uns besser oben im Thronsaal. Ich denke mal, das Tutorial sollte ich schon noch mitnehmen. Meine Schergen folgen euch überall hin, Meister, solange ihr ihnen keine Aufgabe gebt. Die laufen mir hinterher. Okay, geh mal mit. Hallo, genau, ich komme mit. Ich komme mit. Zeig mir, was ich tun kann, um böse zu sein. Als Overlord müsst ihr mehr tun, als Feuerbälle zu werfen und Chaos zu stiften. Ach so? Das echte Böse braucht Können und vielleicht ein bisschen Machtlust. Euer Häuschen ist wohl ein bisschen eingerostet. Unser Hofner, ich hätte ihn schon lange ins Jenseits befördern sollen. Lehrt ihn Respekt vor dem Overlord. Ah, mit A kann ich also schlagen, ja? Ja, du. Und jetzt nochmal. Haltet euch nicht zurück. Einen wunderschönen guten Abend. Das Böse vergisst man nicht. Bei mir ist leider alles sehr dunkel eingestellt und dein Name ist in dunkelblau. Oh, du bist. Warte mal. Ach, Let's Egg, ne? Didi. Didi. Einen wunderschönen guten Abend. Könnt ihr ein bewegliches Ziel problemlos treffen. Genau, so ist es richtig. So, anvisieren, schlagen. Für den ist es Zorbus Kitzeln, für den Hofnarren. Uiuiuiuiuiui. Den Salto gesehen. Hey Prinzessin, ihr bewegt euch wie ein toter Dachs, aber ihr riecht schlechter. Ihr könnt ihn nicht erreichen. Eure Schergen müssen das für euch übernehmen. Hey, ihr solltet euch ein frecher Kommentar. Ja, los. Oh, es wärmt mein dunkles Herz, sie so herumrennen zu sehen, wie sie versuchen, sich gegenseitig zu töten. Ruft eure Schergen zurück, Herr. Alle Schergen. Ja, los, ihr kommt zurück. Zeigt dir, was böse ist. Wenn ihr wollt, dass eure Schergen einen komplizierten Weg verfolgen, müsst ihr sie leiten. Leiten, Verwendet den rechten Stick, um eure Schergen zum Narren ausschwärmen zu lassen. Und sie laufen. Oh, guckt euch das an. Hui, hui.
Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts. Auf zum Hofner. Was? Ist ihr böse? Oh Lord, total überschätzt. Wann ist der frisch? Lasst ihn nicht entkommen, Herr. Lasst eure Schergen ausschwärmen. Ich wette, er lässt sich ein. Ja, los, hier nochmal hinterher. Oh, und los. Hey, erstmal drüber und dann hinterher. Ihr kriegt den, gleich habt ihn, da ist er. Ich will auch schlagen. Ihr seid jetzt bereit, Meister. Folgt mir in den Thronsaal. Das Böse erledigt sich nicht von allein. Einen wunderschönen guten Abend, Kaiser. Er redet zu viel. Jetzt kann ich nach Belieben verprügeln. So. Mal sehen, wie kommen wir jetzt mit denen hier runter? Müssen wir die Steuerung ein bisschen üben, ne? Mal hier vor. Bei Kamera drehen scheint das nicht zu geben. Ah, so habe ich eine Sicht von oben. Ist ja fast Diablo. Das ist interessant. Das ist mir neu. So, alle zurück. Das ist ein richtig geiler Ton. Was ist, wenn ich... Kann man eigentlich auch irgendwie... Ah, so, wenn ich jetzt in die Richtung gucke, dann kann ich so fixieren. Okay, so. Und jetzt könnte ich die, glaube ich, irgendwie hier außen rumlaufen lassen, um sie anzugreifen. Du warst frech. Du hast gesagt, ich stinke schlimmer als ein Dachs. War sogar ein toter Dachs. Aber ist gut. Das reicht erstmal. Ein Schlag noch. Komm zurück. Geht doch. Er hat's also verstanden. Dann kann man ja gehen. Komm mit, ihr Schergen. Komm mit, meine Schergen. Wir gehen zurück zum Thronsaal. Sehr ramponiert. Euer Thronsaal. Oh je. Leider kann man heute keine Bastion des Bösen errichten, ohne dass elende Helden versuchen, sie zu zerstören. Der letzte Haufen war besonders lästig, hat einfach euren Vorgänger getötet. Jetzt seid ihr ja da. Das Böse findet immer einen Weg. Sie haben auch den Großteil des Turms zerstört. Das ist nur ein kleiner Rückschlag für die Kräfte des dunklen Herrn. Ihr seid der neue Overlord. Baut den Turm auf, bestraft diese sogenannten Helden und errichtet ein dunkles Territorium. Dies ist das Turmportal, Herr. Leider fehlt seine Energiequelle, das Turmherz. Aber es ist noch etwas Energie übrig. Gerade genug, um euch dorthin zu transportieren, wo sich das Herz zuletzt befand. Wenn ihr bereit seid, Herr, tretet durch das Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Euch zum Gruße! Jetzt bist du wieder freundlich, ne? Der Meister! Auf einmal. Was ist denn noch für Sprüche drauf? Wächter des zerstörten Turms! Na, das klingt nicht mehr so gut. Weisester Meister! Das hat man schon. Was haben wir noch? Och, sei ruhig. Ey. Mann, ist der standhaft. Weisester Meister! Jetzt ja. Geht durch das Portal, Meister. Ja, ich weiß. Ich soll durch das Portal. Es macht aber so Spaß, den zu treten. Dann gehen wir mal hier vor.
ist das eigentlich mit dem Ton so? Also wenn irgendwelche, wenn es irgendwas zu leise oder so ist, dann gebt mir ruhig Bescheid, dann kann ich noch was dran ändern. Automatisch gespeichert, schön. Ah, ihr habt das nur geschrieben, Herr. Diese ruhige Wildnis, so ländlich und idyllisch, ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Diese Tore sind alte geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr Schergen rufen könnt. Im Moment könnt ihr nur Braun rufen. Ihr müsst die anderen Schergenstämme finden, bevor ihr sie herbeirufen könnt. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Tor-Objekte. Eure Schergen warten. Ihr müsst sie nur herbeirufen. Die braunen Schergen sind die wichtigsten Kämpfer. Sie sterben gern für euch. Und nun? Diese flauschigen Kreaturen wissen kaum, dass sie leben. Aber ihr könnt Lebenskraft aus ihnen ernten. Vergesst nicht, Lebenskraft entspricht Schergen. Kehrt zum Portal zurück, um weitere zu rufen. Ich bin auf großer Schafjagd. Gut, Herr. Ihr müsst eure Armee aufbauen, Herr. Ruft auf sie. Weitere Schergen erweitern. So, jetzt können wir weitere Schergen. Das kann ich noch nicht, weil du brauchst 5 Schergen. Ah, hier. Ich kann maximal 5 Schergen aktuell. Gut zu wissen. Wir kommen hier nicht weiter. Aber gemeinsam sind wir stark. Schickt all eure Schergen zu dieser Säule. Zusammen können sie sie bewegen. Falsch. Ein bisschen. Ah, oder einfach so? Auf, ihr verfaulten Fleischklumpen! Sehr gut. Komm mal zurück. Haben wir alle Schafe gekillt? Nein. Nutzlose Kreaturen. Hier ist noch eins. Was ist denn das? Aber ich glaube, da komme ich nicht hin, das ist Wasser. Könnt ihr hier hochlaufen? Oh, ihr könnt hier hoch. Okay, kommt mal wieder runter. Kommt mal wieder mit, ihr Schergen. Ich muss sehr wahrscheinlich jetzt dort durch, was ich gerade beiseite geschoben habe. Ich schaue trotzdem mal, ob ich hier oben noch was finde. So. Ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Landschaft. Nur nicht schön für das Böse. Oh, ein Schaf. In den Urnen da vorne ist vielleicht etwas Nützliches verborgen. Die Schergen mögen nichts lieber als Dinge zu zerschlagen. Außer natürlich Dinge zu töten. Dann dürfte das natürlich kaputt machen. Da hat er was gefunden. Anscheinend ist die Angriffskraft gestiegen um 2%. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Jetzt gehen wir einfach mal den Weg weiter, was wir hier frei gemacht haben. Ist der richtige Weg, das weiß ich nicht. Oh, Halblinge haben meine Farm übernommen. Haben mich in der Sonne festgebunden. Jetzt haben sich die Kürbisse gegen mich verschworen. Sie wollen sich für all die Kuchen rächen und die Suppe, die ich gemacht habe, und die Eiscreme. Ich höre sie bei Nacht flüstern, aber die Halblinge bekommen meine Farm nicht. Oh nein, sie sind noch übler als die Kürbisse. Helft mir, meine Farm zurückzubekommen. Eure Kreaturen sind doch nicht mit Kürbissen verwandt, oder? Sogar die Vögel lachen über dich. Sie haben sich mit den Kürbissen verschworen. Sie schreien, die Kürbisse schreien. Sie haben Angst. Zerstört sie, zerstört sie. Der ist ja wirklich verrückt. Oh ja, jetzt wird geerntet. Hier, da ist noch eine.
Und jetzt guckt euch das mal an, was die mit dem Kürbis gemacht haben. Einfach mal so als Helm verwendet. Okay, das war's. Das ist ja ein Bossgegner. Das habe ich ja völlig verpasst.